So im Einzelnen gibt es natürlich ein paar Dinge, auf die mich persönlich extrem freue. Das sind einmal grundsätzlich diese musikalischen Interventionen, die sich über das ganze Festival ziehen, das dann sozusagen am Sonntag in der langen Konzertnacht gipfelt. Das wird ein sehr opulenter Durchgang, mehrere Stunden andauernd, durch die Geschichte der elektronischen Musik, von performativen Maschinen-Piano-Performances bis hin zu Augmented Reality-Visualisierungen zu Stücken, die vom Bruckner Orchester gespielt werden. So vom Einzelnen her ist es so, dass ich mich natürlich extrem auf das Opening von Create Your World freue auch. Create Your World als ein sehr aufregender Punkt eigentlich in dem Line-Up des diesjährigen Festivals, weil wir der festen Überzeugung sind, dieses Create Your World als Marke mehr oder weniger als Kulturmarke zu etablieren und auch in den nächsten Jahren eigentlich in Linz während des Festivals auch wieder veranstalten möchten. Das Schöne bei Create Your World ist einfach auch das, dass egal welches Thema sie die große Ars Electronica nimmt, also sowas wie Origin oder egal welches Thema, wir können jedes Jahr aufs Neue beweisen, dass die Jugend, die wir zu Create Your World holen, in der Lage ist, die komplexen oder intellektuellen oder vielleicht elitären Themen der Ars Electronica ganz locker erklären können und somit gibt es irgendwie so eine Nahrungskette, die sich einfach immer gegenseitig befruchtet. Also Create Your World sollte, so wie es aufgestellt ist, ein längerfristiges Projekt sein. Und wenn ich jetzt wirklich an das Opening denke, dann ist einer meiner absoluten Highlights das Tesla Orchester. Also erinnert mich einfach so an diese Showdowns der diversen Splatter-Movies, ob es jetzt Van Helsing ist, der Frankenstein. Es ist eigentlich immer dann so, im letzten Moment, man nähert sich ja durch den dunklen Wald, durch die eisige Schlucht. Man sieht schon irgendwo am Horizont dann dieses das Schloss. Ganz hinten in dieser Topografie des Schlosses ist ein total abgebrannter Turm und dort oben am Turm sind die Tesla-Spulen. Und man stellt sich vor, wie einfach irgendein wahnwitziges Wesen versucht, einem toten Körper Leben einzuhauchen mit unendlichen Elektroschocks. Das wird das Icon der Ars Electronica dieses Jahr werden. Das ambitionierte Ziel dahinter, davor, ist, die Nibelungenbrücke einseitig zu sperren und über die Nibelungenbrücke hinweg einen Korso der Tische zu machen, die alle weiß gedeckt sind. Hinter den Tischen ist es so, dass wir Jugendliche zwischen 0 und 19 Jahren dazu eingeladen haben und einladen werden, mobilisieren möchten und wollen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, und zwar mit dem Wissen oder mit den Fähigkeiten, die jeder von uns und auch die Jugendlichen und Kids quasi mit sich herumtragen. Und zwar jetzt nicht so im Sinne der schulischen Leistung, sondern vielmehr in dem Sinne, wo man einfach extrem gut ist in dem, was man für sich selbst ausbrütet. Das sind die Momente, die Orte von Fähigkeiten und Dinge, die man eigentlich in sich selbst, fernab jeglicher konventionellen oder Wertesysteme, sei es Schule oder Eltern oder wie auch immer, generiert und eigentlich auch kultiviert. Und ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass jeder von uns solche Ecken in sich hat, wo man einfach alle genial sind. Das stellen wir so vor, dass auf der einen Seite die Kids sitzen und da gibt es Beratungsgespräche. Also man wird die Nibelungenbrücke betreten können, da gibt es ein Menü sozusagen, da kann man quasi hingehen und sagen, naja, über welche Wissensgebiete könnte ich mich denn schlau machen? Dann gibt es eine Liste und dann, okay, da gibt es Schopenhauer, dann gibt es Drachen-Origamis, Maipfeiferl, Schnitzen. Gut, das ist auf Tisch 14, da wird man dort hingeleitet und wird dann von einem oder einer jungen Expertin, Experte, Fachmann oder Fachfrau beraten. Noch ein Höhepunkt ist auf jeden Fall der Featured Artist, wie der Titel schon sagt. Suchen wir jedes Jahr nach einer Künstlerpersönlichkeit, breiten und tiefen Oeuvre sozusagen. Dieses Jahr ist es der Sam Auinger. Sam Auinger ist ein linzgebürtiger Medienkünstler, der in Berlin oben unterrichtet.
weltweit tätig ist. Die Breite seines Auftritts bei uns ist tatsächlich ein sehr, sehr bunter und diverser. Einerseits wird am Freitag nach der Gala der Mariendom, also ich glaube, es ist sogar Europas größter Kircheninnenraum, von Sam Auinger mehr oder weniger in Schwung gebracht, in Vibration gebracht, akustisch. Er wird dort drinnen in einer Performance, die am Abend beginnt und bis in die frühen Morgenstunden reichen wird, zeigen, wie diese Räume nicht als spirituelle Räume, sondern als akustische, architektonische Räume akustisch funktionieren, und wird letztlich darauf hinweisen, wie sensitiv unsere menschliche Ausrichtung eigentlich noch immer mit dem Ohr in Zusammenhang steht. Von wegen, wir verlernen das Riechen, etc., etc. Die Bilder, die sie in unserem Kopf generieren sie über mehrere Sinne, und das Ohr, die akustische Wahrnehmung und Einschätzung des Umfelds, des Umraums, trägt einfach maßgeblich zum Erkennen der Realität bei. Sam Auinger wird natürlich auch über seine Arbeit in einem Talk sprechen. Er hat selbst eigentlich interveniert und hat gesagt, hey, wenn es die Möglichkeit gibt, mit Kids zu arbeiten, dann ist ihm das ein Anliegen. Er hat zum Beispiel extrem schöne Sound-Bild-Collagen, die völlig absurd und bizarr eigentlich sind. Also du schaust zum Beispiel fotografisch in eine Allee rein, die triefend grün ist, also wo einfach überall nur Natur pur mehr oder weniger steht. Und dann schaltest du den Ton dazu und es beginnen die Glocken zu läuten.